Freunde, willkommen zurück beim GTA Online. Heute gibt's Romantik ist tot. Das ist genau das Richtige für den Doggy. Denn mit der Romantik hat das nicht so. Ist ein Spiel für eine Mission für 1 bis 4 Spieler. Im Moment sind wir auf Abruf. Wären wir zu dritt. Aktiv auf jeden Fall mal nur zu zweit. Aber du weißt, Doggy, wir machen ja auch viele Missions im Duett, In Alleingang, im genau. Alleingang. Van Rinkel kommt auch noch in 72er und noch in Spitfire. Und dann sind wir ja eigentlich komplett, so wie es ausschaut. Du hast auch schwer gestellt, sehe ich. Das ist doch Schon wieder prima. eine Frau. Van Ricken. Schade, du hast sehr schnell gedrückt. Ich hätte mir gerne noch eine schwere Panzerung gekauft. Okay. Nett. Ich wollte nicht, dass das wieder weggeht. Du wolltest nicht, dass er wieder. Achso, du hast gedacht, bevor sie hier die Sitzung verlassen, drück mal lieber auf Spielen. Romantik ist tot. Doggy, was muss man eigentlich machen? Stiehl einen Lost-Transporter. Vergibt ja um die Spiele, ganz zu zeigen. So. Na, dann komm. Auf, ab in die Autos. Hat er hier einen Sind alles Vierer? nur zwei Sitter? Ne. Nee, das ist ja auch ein Vierer. Da hocken wir mit nein. Wer ist ein Vierer? Hier, im Tatsächlich. Gepanzerten. Na gut, dann gehe ich drüben rein. Doggy, schön gemütlich immer, wir haben Zeit. Doggy, steigst du ein? Im Ja, weiß. Im ich We will eigentlich. Der weiß karierte. Au, oh, schön. Okay. Und das ist die Kiste, die du dir kaufen willst, ne? Ja, genau. Da brauchst du wie viel? 525. Oh, das sind ja praktisch zwei Apartments. So. Kann man so sagen, oder? Ja, Was was macht macht er jetzt? Paletten umhauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Abkürzung war. In meinen Augen war es keine Abkürzung. Aber gut. Oh, schau mal hier diesen Sonnenuntergang an. Wenn du mal rechte Richtig Hand. romantisch, ja. Ja, das ist, dann Ach, heißt es die. auch, Romantik ist tot, Doggy. Neben dir sitzt auch Tante Emma. Ich kann ja mal reinschauen. Was haben wir Ja, ich bin innen drinne. Siehst du mich, meine Knarre? ja, du hältst mir auf den Kopf. Ach Und so. die haben schon wieder so ein männliches Etwas. Ein mit riesen Körper. Das ist natürlich extrem gefährlich. Angeschnallt bin ich auch nicht, sehe ich. Ich nenne sie jetzt mal die rote Zora. Die rote Zora. Die rote Sonja. Aber richtig schnell ist das Ding nicht, oder? Die ist Vollgas hier, oder? Das ist Vollgas, ja. Klingt irgendwie so, als wäre es verklemmt. Jo. Das war aber bei dir auch so, ne? Du Sie wurdest. vergisst zu schalten. Das. Ich habe meinen Knüppel nicht draußen. Pass auf, wenn die erstmal zugreift, Ach, Freunde, da wächst nichts mehr. Es geht los. Wir müssen. Was haben wir? Stiehl einen Lost Transporter. Das heißt, wir brauchen ja nicht drei, sondern nur einen. Ja, guck mal, wer da ist. Ah. Wo sind sie? Hinter uns. Oh, nicht fahren. Ich habe keinen einzigen rausgenommen, wie immer. Ja, hier sind ja noch ein paar. Kommen noch ein paar oder war das alles? Wenn er mal kurz anhält. Okay, den habe ich. Wahnsinn, wie ihr die Ist alle noch einer? rausnimmt. Ich sehe nichts. Zwei Vorne ist bis. noch einer. Rechts, vorne, rechts. Ich reiß sie nur an, alle anderen schießen sie weg. Ist ein bisschen schade. Wo schießt sie hin? Hier hinter den roten Ja, ist noch ja, einer. ja, ja. Ich könnte ja meine. Ich weiß nicht, wie meine Granate schmeißt. Jetzt habe ich einen rausgenommen. Links, links ist noch einer. Wo ist links? Hinter Das uns ist links. Spitfire, der ist ausgestiegen. Ich sehe hier nichts. Out of ammo. Wir sitzen doch gerade. Hier muss nur einer sein hier, oder? Hier wird nur einer Ja, rechts angezeigt. hier. Warte mal, wie steigt man denn hier aus? Oh. Doggy, was machst denn du für einen Quatsch? Wir haben kein Teamleben mehr, mach jetzt keinen Mist. Ah, hinterm Haus. Hinterm Haus. Okay, Doggy, recht hast du.
Wir beenden das Ganze. Jetzt haben wir gleich zwei gestohlen, oder? Ja. Das ist cool. Vielleicht kommt ja einer von uns nicht an. Genau, wir fahren die auf jeden Fall mal hinterher. Siehst du, da kommt schon einer. Der war auf dem Motorrad? Ja. Die Betonung, vorne ist noch was. Die Betonung noch. Die sind alle auf dem Motorrad. Einen habe ich runtergenommen, also vom Motorrad. Okay, da kommt der nächste. Oh, das waren Zivilisten, das war nicht gut. Da liegt schon. Doggy, das wird eine einfache Geschichte. Ich hoffe, es gibt das so um die 12.000 Bucks. Soll ich vielleicht mal, Wir haben ja ganz schön viel Munition verballert. Naja. Du nicht? Doch. Aber ich sag mal so, kann man ja nachkaufen. Ja. Daran sollte es jetzt wirklich nicht scheitern. Dein Rücklicht geht übrigens nicht, das linke. Oh, ja, Hauptsache kein Bulle hinter mir. Achtung, du springst gleich? Ja, doch nicht. Au, aber wir springen. An der Wand entlang. Sind wir schon da oder was, Doggy? Ja. War das das Ziel? Sehr stark. Sieht so aus. Ah, Freunde. Da kommt der Albaner wieder raus. Nee, diesmal was ist es keiner. Das ist, glaube ich, der... Wie hieß Jackson. Er? Jackson, ne? Ich weiß nicht wieder. Ja, aber es sah ein bisschen aus wie Jackson. Und 12.000 Bucks. Lag ich doch gar nicht so schlecht, Doggy, oder? Nein. Aber meine Statistik... alles mit gepanzerten meine Statistik Autos ist verheerend. Kann. 2 Kills. Meine Hände. Ich habe alles verballert, was ich hatte. Aber ich hatte auch, also das war ein bisschen, naja, gut. Ich kann ja mal Munition kaufen, so schnell ging das jetzt. Jo. Also ich bin für, okay. Hier. G-Einstufung kalt. Genau, kommt, mache ich mit. Gefällt mir? Den G-Punkt suchen. Den G-Punkt, die G-Punkt-Einstufung. Wie hieß das andere Teil, was wir gerade gemacht haben? Okay. Romantik. Romantik pur oder was? Nee, Romantik ist tot, ne? Ja, genau. Romantik ist tot. Wahnsinn, Romantik ist tot. Tageszeit? Was für eine Tageszeit wollen wir haben? Das ist mir eigentlich egal, Doggy. Wetter. Ich brenne wie eine Fackel. Gewinne mit erster Runde? Was ist das denn? Warte mal noch, wir müssen noch einen Spieler suchen. Weil Van Rinkel hat sich gedacht, da gehen wir raus. Ist auch, eine Versus Mission, so wie es ausschaut. Ja, sammel in Flugzeugen um die Wette alle 15 Flaggen rund um den Mond. Hast du ja vorher wieder schön ausgesucht. Und nun stehen wir da, oder? Nee, ich hab da ein Sternchen gesehen. Hm. Was machen wir, Doggy? Die Spieler sammeln in Flugzeugen um die Wette 15 Flaggen. Mach mal ein neues. Mach mal raus. Oder was? Naja, ich denke schon, ne? Weil ja, er verlässt ja auch. Ja, darauf hat keiner Bock. Außer wir. So wie es ausschaut. Aber irgendeinen schönen Job würde ich jetzt ganz gerne noch machen, Doggy. Können wir ja machen. Such dir mal einen aus. Ich trinke mal einen Schluck von der Pulle. Auch. Moment bitte. Wein oder Whisky? Nee, sag ja zu deutschem Wasser. Deutschen Wasser? Hochprozentig. Ja, ein klares. Selbst gebrannt. Ja. So, mal gucken, wo ich mich jetzt befinde. In meinem Apartment. Dann kann nichts. Ja, ich bin im Ladevorgang. Hier, Raubüberfall Serie A. Finanzierung. Aber das werden wir jetzt nicht schaffen. Deswegen machen wir bitte noch einen schönen, schnellen Job. Doggy, hast du schon einen ausgewählt? Ich bin noch im Ladevorgang. Du bist noch im Ladevorgang. Jetzt bin ich in der Dusche gelandet. In der Dusche. So, wird uns denn was angeboten? Ah, ich werde erstmal einen grünen Saft nehmen in der Zwischenzeit, bis du hier einen neuen Job erledigst. Nicht erledigst, aber zumindest mal aufmachst. Boah, der brennt. Hier, Kokainvorbereitung. Dirt off my brain. Pfui.
Und Doggy? Ja. Was hast du aus dem Bereich? Immer noch, okay. Na dann warten wir mal, was Doggy macht. Ob da noch was kommen wird. Ansonsten gehen wir doch einfach hier irgendwo rein. Hier, komm, dann mache ich das, wenn du es nicht auf die Reihe kriegst. Machen wir mal bei Private Powder mit. Guck ich mal, ob das funktioniert. Vielleicht kann ich dich ja dazu einladen, Doggy. Mhm. Ja. Weil es dauert mir zu lang, bevor du irgendwas raussuchst. Oder vielleicht wurde dir auch nur nichts angezeigt. Das auch, ja. So, da kann ich jetzt sagen. Nee, geht. Warte mal, ich kann Spieler einladen. Meine Freunde. Ist raus, Doggy. Mhm. Hast du es bekommen? Noch nicht. Jetzt, Doggy? Weil sonst, wenn es wieder zu lange dauert. Jetzt kommt was, ja. Ja, dann nimm an. Dann können wir sogar noch mitspielen. Nein, hat nicht geklappt. Dann gehe ich da wieder raus. Das ist natürlich schade. Warte mal. Nö, du warst zu langsam. Komm ich hier wieder raus? Tja. Bei anderen geht es immer schneller. Da wird die Warteliste schneller gefüllt wie bei uns. Und gut. Jetzt stehe ich wieder vor meiner Haustür. Komm, Doggy, jetzt mach doch mal irgendwie hier noch einen Job auf. Nee, jetzt bin ich auch im Ladevorgang. Ach Gott, ach Gott. Ich gehe wieder in mein Apartment und leg mich schön ab und knall mir schön einen rein. Weil dann überbrücke ich dabei die Zeit mit dem Whisky, bis du soweit bist. Da kommt auch die Tür auf, ja wunderbar. Trotzdem muss ich sagen, ich glaube, deine Wohnung ist größer von der Fläche her. Ja, durch die drei Etagen könnte das. Könnte schon sein, ne? Ja. Trinken wir mal schön. Fangen wir mal mit dem Wein an. Ich weiß gar nicht, was die Putzfrau bei mir nimmt. Bei mir nimmt sie $50 die Woche. 50? Ja. Ich habe die Abrechnung leider noch nicht gesehen. Die Abrechnung nicht gesehen. Und Doggy? Können wir starten oder Belagerungszustand, das ist ja PvP. Soll ich das wieder machen oder? Ja, mir wird im Moment nichts angeboten. Sie wird nichts angeboten. Woran liegt das? Ja, das ist eine gute Frage. Hm. Na gut. Dann machen wir das wieder mal selber. Ich meine, reich in Richmond. Ach Gott, was mich alles machen muss. Dann hätte ich gesagt, kaufen wir erstmal Munition, eine schwere Panzerung und dann suchen wir hier. Kommt jetzt wieder eine Einladung raus. Das sieht doch schon gar nicht mehr so schlecht aus. Doch, du musst es nur noch annehmen. Dann bist du auch dabei. Ansonsten bist du wieder draußen. Und Doggy? Wenn du dich nicht beeilst, bist du wieder draußen. Hast du es wieder nicht geschafft. Schade. Was? Ja. Die Einladung. Aber ich bin noch im Ladebildschirm. Ja, aber die Einladung ist ja schon seit 30 Sekunden draußen. Jetzt kann ja nichts dafür, wenn die erst 20 Sekunden danach bei mir auch eingeblendet wird. Das ist traurig. Also wie gesagt, jetzt muss ich leider los, weil ich kann dich nicht ständig abbrechen, weil sonst kriege ich hier so Abzüge. Punktabzüge. Die Mission heißt Reich in Richmond von Simon. Das ist ja der Mann, ich glaube, der hat die meisten Aufträge für uns. Autos klauen, dahin fahren, macht das, was jenes. Und jetzt gucken wir einfach mal, was er hier für uns hat. Also, begib dich zum Anwesen von Richmond. Jetzt stehen die alle bei mir in der Bude, oder was? Wieder so ein, ich sag mal, S. Ja, also S trifft's wirklich. Also das ist, da ist wieder einer dabei, oder ein mit einem Kreuz, dass alles zu spät ist. So, ich bin alleine. Ich weiß nicht, wo der Rest ist.
Ich glaube, die sind wahrscheinlich schon dort. Dann würde ich sagen, starte ich jetzt einfach mal mein Auto, den Hot Knife, und versuche mal noch hinzufahren. Mal gucken, was passiert. Also, Garagentor geht auf. Kommt da noch jemand oder ist... Ne, die sind alle schon weg. Okay. Dann mache ich die Mission alleine. Doki hat sie auch nicht angenommen. Müssen wir mal gucken. Bin ja auch schon lange nicht mehr mit dem Auto gefahren. Also von daher tut es auch mal gut, wenn man wieder selber mal am Steuer sitzt. Und man so richtig schön auf die Tube haut. Die ersten sind schon da. Hier tängelt einer ganz schön rum. Hoffentlich warten die auf mich. Ich will ja ein bisschen mitspielen noch. So. Warte, bis dein Team das Tastenfeld gehackt hat. Die ersten kommen auch schon. Oh, oh. So, ich nehme auch ein Auto. Einen großen. Einen richtig schönen Schlitten. Komm, steig ein hier, Lady. Lady Gaga. Und Polizei, das heißt, man muss jetzt wieder ganz schön kreiseln. Da wollen wir mal gucken, ob wir denen entkommen können. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Oh, und das Ganze mit der Tastatur, da kriegt man leichte bis große Gefühle. Schön verfahren, optimal. Hubschrauber ist auch schon da. Ich fahre mitten rein ins Polizeirevier. Oh, 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 ich hab... Oh, ah, schon... Oh. Okay. Wir haben es, glaube ich, erledigt. Bringe das Auto zum Autohaus. Die Frage ist nämlich, was ich nicht so ganz genau weiß, ist, ist mein Auto das Gesuchte oder ist es vom Kollegen? War irgendwie ein komischer Job. Ging ehrlich fast zu schnell. Zu schnell. Ja. Weil ich jetzt auch nicht ehrlich weiß, wie, ob das jetzt mehrere Autos waren. Doggy. Tja. Gut, du weißt es nicht, weil du... Ich kann es erst sagen, wenn ich das Video gesehen habe. Ja. Da siehst du auch mal, wie lange wir gewartet haben, bis du da warst. Nur wenn ich hier jedes Mal abbreche mittendrin, dann heißt es immer, ich bin hier ein Spielverderber. Und da gibt es dann weniger Cash. Und keiner will mit mir spielen. Das ist ja jetzt schon der Fall. Deswegen noch weniger wäre ja schlecht. So, Simon, der Albaner, wartet. Du kennst ihn ja in seinem Hinterhof, wenn er seine Rollläden hochmacht und die Kisten dann entgegennehmen wird. Jetzt schön hier reinzwirbeln. Oh. So, gleich da. Ich höre die ganze Zeit noch Polizei. Aber die sind, glaube ich, nicht mehr da wegen uns. So, Freunde, ich hab's geschafft. Die Z. Und ich glaube sogar, das war das Richtige. Ein Auto wurde von Kingston LP abgeliefert. Oh, jetzt hat mich einer zusammengefahren. Zusammengefallen? Ja, der hat mich jetzt so gestreckt. Was war denn das für eine Aktion? Ich stehe da vorne als Erster und er fährt mich einfach um. If you know what I mean. Peace and love. Aber gut, wir haben es letztendlich gelöst und ich schau mal, wie viel Cash dir entgangen ist. Doch. Mission haben wir bestanden. Und? 9.910. Naja, also knapp 10.000 kann man auch sagen. Ist schon okay. So, der Rio Reiser war es jetzt irgendwie nicht. Also es war... irgendwie komisch. Gut. Dann gehe ich hier mal raus. Aus dem ganzen Quartett. Lass die Jungs mal schön alleine. Versuche in die Online-Welt zurückzukommen und dann nochmal mit dem Doga eine Mission zu machen. Allerdings nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Und ich denke auch, dass der Doggy dann ein bisschen ausgeschlafener ist und schneller am Start ist, Doggy. So, so. Oh. Liegt ein Penner. Wie liegt ein Penner?
in einer Gasse drinne. Guten Tag, die Herren. Okay, tust du ihn ausrauben oder was? Oh, er rennt schon weg. Also, dann bedanke ich mich. Will doch nur ein bisschen Geld geben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Doggy füttert noch ein paar Penner. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, alle gegen einen. Bis dahin. Ciao, ciao.